Hallo, ich bin Firat Keskin, Physiotherapeut und ich habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. Ich wollte euch in diesem Video eine Übung gegen Schwindel zeigen. Die erste Übung, die ich euch zeigen werde, nennt sich Blickfolge. Ich erkläre vielleicht den Hintergrund der Übung. Viele unserer Patienten sagen, dass sie im Alltag schnell bewegenden Objekten nicht folgen können. Dass zum Beispiel Züge oder Autos, die an einem schnell vorbeiziehen, dass die Augen nicht hinterherkommen. Das liegt häufig daran, dass das Innenohr mit den Augen verknüpft ist. Innenohr, das Gleichgewichtsorgan und Augen sind miteinander verbunden für die dynamische Sicht. Dynamische Sicht, das heißt, wenn wir uns bewegen, wenn sich der Kopf bewegt, dass wir immer noch Dinge klar sehen können, dass unsere Augen Dingen schnell und akkurat folgen können. Und wenn ich ein Problem im Innenohr habe, sind die Symptome dann ganz typisch. Daher trainieren wir das. Ihr seht, ich halte hier zwei Visitenkarten in meiner Hand. Ich nutze gerne für die Übung eine Visitenkarte, denn ihr seht, auf der Visitenkarte sind Zahlen und Buchstaben. Das ist jetzt die Visitenkarte unseres Instituts. Ihr könnt aber jede beliebige Karte nutzen. Also Hauptsache, da sind Zahlen und Buchstaben drauf. Denn das Ziel ist nicht nur, der Karte zu folgen, sondern das Ziel ist auch, dass man durchgehend, wenn man der Karte folgt, die Buchstaben und Zahlen klar sieht. Und wir demonstrieren das einfach mal. Ich gebe die Karte meiner Probandin. Du hältst die Karten hoch. Wir machen das zu beiden Seiten. Wir fangen dann mit der linken Seite. Du öffnest und gehst mit deinem Kopf weg. Genau. Wir sagen immer zu den Patienten, öffnen und schließen sie die Arme. Öffnen und schließen. Und auch hier jetzt wieder links rum. Öffnen und schließen und wieder rechts rum, öffnen und schließen. Jetzt nehme ich mal die Hände weg, öffnen, schließen, sehr gut. So. Ihr seht, die Probandin macht das sehr gut. Der Kopf bewegt sich mit, das ist sehr, sehr wichtig. Im Internet findet man tatsächlich viele Übungen, wo der Patient den Kopf stillhält und die Augen bewegt. Laut systematischen Übersichtsarbeiten sollte man unbedingt den Kopf mitbewegen. Und das macht sie sehr gut. Das heißt, worauf ich als Therapeut achte, ist, bewegen sich Auge, Kopf und Karte gleichzeitig. Denn das ist eine Übung für die Augen-Kopf-Koordination. Und Augen-Kopf-Koordination heißt einfach, dass Auge-Kopf zum bewegenden Objekt alles sich ja, möglichst synchron bewegt. So wird sie immer ein klares Bild haben, so wird sie immer der Karte und dem Objekt gut folgen können. Ja, sehr gut. Man macht das, man zählt innerlich immer bis 30, also macht 30 Wiederholungen. Und die gleiche Übung macht man auch auf der vertikalen Ebene. Man hat nicht nur Objekte, die von rechts nach links sich bewegen, sondern auch Objekte, die sich von unten nach oben bewegen. Auch für die Vertikale machen wir die Übung, wieder die beiden Hände heben. Hier kann man sich aussuchen, ob man jetzt mit dem rechten Arm nach oben geht und mit dem linken Arm nach unten. Wir können mal den rechten Arm für oben nutzen. Das heißt, du bewegst die Karte hoch und, Entschuldigung, gehst mit deinen Augen mit, kommst wieder zurück. Und das Gleiche jetzt mit dem linken Arm. Und wieder rechts. Genau. Ja, was auch wieder die Probandin sehr gut macht, ich achte auf die Augen. Die Augen sind konstant auf der Karte, sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg. Das macht sie sehr gut. Und der Kopf bewegt sich sehr schön. Man sollte im gesamten Bewegungsausmaß üben. Das macht sie sehr gut. Und genau, das ist die Blickfolge für die vertikale Ebene. Jetzt ist ganz wichtig, wenn man langfristig von Schwindel befreit werden will, muss man diese Übung auf einem höheren Niveau machen. Im Sitzen bei einem gemütlichen Tempo ist ein recht niedriges Niveau. Das niedrige Niveau ist perfekt für den Einstieg in die Therapie, aber die Ansprüche des Alltages sind sehr hoch. Also im Alltag bewegen sich Dinge viel schneller, die Objekte bewegen sich schneller. Im Alltag bewegen wir uns selber. Und obwohl wir uns selber bewegen, müssen wir dann bewegenden Objekten im Blick halten. Und deswegen ist wichtig, dass man langfristig diese Übungen immer steigert, bis sie den Ansprüchen des Alltages gerecht werden. Und jetzt ist auch wieder sehr wichtig, suchen Sie sich einen Therapeuten, der sich in diesem Bereich weitergebildet hat und mit Ihnen diese Therapie durchlaufen kann.
Auf unserer Website www.ivrt.de finden Sie alle Therapeuten, die von unserem Institut zertifiziert wurden. Diese Kollegen sind sehr kompetent und werden Sie auf Ihrem Weg der Besserung betreuen.